Ed. Hier ist Paul van Dyk. Guten Abend, sind denn eine ganze Menge Jungs, ne? Wir kommen jetzt zur Kategorie, und die ist mir besonders wichtig, die heißt Beste Gruppe International Rock-Pop. Ich freue mich da besonders drüber, das verleihen zu dürfen. Viele werden sich wahrscheinlich fragen, warum jetzt gerade Rock-Pop in einer Kategorie. Das liegt letztlich auch daran, dass die Genres alle miteinander vermischen und gerade auch unsere Nominierten, da sind Bands drunter, die schon seit Jahrzehnten dran arbeiten, diese Grenzen auch zu überwinden. Da ist Popmusik gemischt mit elektronischen Elementen. Da sind Bands, die experimentieren mit sich selbst und bleiben sich dennoch treu. Und nicht zuletzt auch Leute, die machen Hip-Hop und mischen da alles Mögliche rein und verwischen so alles, was man üblicherweise als Grenzen kennt. Wie offen unsere Nominierten dabei umgehen, liegt auch zum Beispiel, da kann man daran erkennen, dass ich für zwei der nominierten Bands die Möglichkeit hatte, Remixe zu machen in der Vergangenheit. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Ich selbst erinnere mich noch ganz genau an die Grenzen, die wir hatten hier in der Mitte von Europa, in Berlin, in unserer Stadt. Dennoch war die Grenze nie dicht genug, um nicht Musik auch durchzulassen. Und so hatte ich auch damals in der DDR die Möglichkeit, Musik vieler der Nominierten heute hier zu hören. Beste Gruppe international Rock Pop. Aha. We could make us so wide, we could bend. I meet you halfway. The Black Eyed Peas. That's where I'm going away. For you, I'll be looking out. Not a day. Depeche Mode. Gossip. You too. Als ich 10 Jahre alt war, war es mein größter Wunsch, diese Band einmal live sehen zu dürfen. Ich glaube, man darf mit Fug und Recht behaupten, dass sie zu den wichtigsten Musikern der letzten 30 Jahre gehören. Und die haben mir beigebracht, people are people. Ladies and gentlemen, I'm proud to give this award to Depeche Mode. Depeche Mode gewinnen den Echo. Martin Gore und Andy Fletcher werden ihn entgegennehmen. Dave Gahan heute Abend nicht da. Und Martin Gore, nehme ich mal an, wird gleich wieder Deutsch reden, denn er kann es ganz gut, weil er ganz in der Nähe von hier gelebt hat, in Berlin-Charlottenburg in den 80er Jahren, hatte auch eine deutsche Freundin. Und die Jungs müssten noch ein bisschen müde sein, denn erst am vergangenen Wochenende haben sie ihre Welttournee in Düsseldorf beendet. Was sollen wir denn sagen? It is very hot. Das ist ja unglaublich heiß hier drin, das stimmt schon. Wann fängt denn die Party an, die Aftershow-Party? Wir sind schon sehr lange zusammen, das möchte ich hier betonen. Und ich kann an zwei Fingern abzählen, wie viele Preise wir bis jetzt gewonnen haben. Also vielen Dank dafür. Wir möchten uns auch Daniel und Jonathan, unsere Manager, den möchte ich danken, und der Anna von EMI und der wunderschönen May, die uns das ganze Jahr begleitet hat. Wir sind gerade mit unserer Welttour fertig geworden in Düsseldorf. Das war am letzten Sonntag. Wir möchten den deutschen Fans danken. Ihr seid wirklich die Besten. Vielen lieben Dank. Depeche
Depeche Mode beim Echo 2010. Seit 17 Jahren werden in Amerika die Billboard Airplay Charts erstellt, also die wöchentliche Hitliste der meistgespielten Songs in den 40 größten Radiostationen. Der Rekord lag bis vor kurzem bei 10.000 Einsätzen. Ich wiederhole das gerne nochmal. Ein Song, eine Woche, 40 Radios, 10.000. Ich war sehr beeindruckt, als dann eine Frau daherkam und da auch nochmal 1.000 draufsetzte. Und ich bin